Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter. Wir sind in einem vorgestellt und zwar Sparks of Revolution Capital. Und wir haben Vorschau Nummer 2 am Gange und müssen hier noch eine Lebensmittelfabrik bauen. So war das, genau. Imbiss errichten und Bistro errichten. Und das Ganze machen wir natürlich nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, da müssen wir mal gucken, dass wir hier Platz schaffen. Ich glaube, das müssten wir mal abreißen. Und vielleicht auch das, weil ich würde hier gerne die Fabrik hinbauen. Und dafür müssen wir auch die Straße erweitern, die hier gebaut werden kann, oder? Ja. Okay, das würde so gehen. Ich mache das mal so und dann wollen wir mal hoffen, dass das klappt. Und dann die Fabrik ausgesucht. Gesetze, Bauweisen und Produktion, Lebensmittelfabrik, die drehen wir mit R. Sehr gut. Und setzen die mal hier so dran. Ich denke mal, wir machen mal so ein kleines Stück daneben. Alle Ressourcen mit Ausnahme von Gold können bis zu einem gewissen Limit angehäuft werden. Und das Limit anzuheben, müssten Sie entsprechende Forschung veranlassen und Lager errichten. Gold kann unbegrenzt ohne Beeinschränkung werden. Okay. Jetzt wird das gebaut, oder? Ja, der Balken läuft schon. Dann ist das klar. Dann wäre das nächste ein Imbiss errichten. Gastronomie. Imbiss. Und der würde jetzt hier gut hinpassen. Aber da fehlt irgendwie was. Was fehlt denn da? Ach so. Das ist nur das Zeichen, dass. Ja, ich glaube, da ist eine gute Stelle, oder? Ist das dann was für ein riesiges Gebäude? Ich wusste nicht, dass es für die Getreideverarbeitung so viele Maschinen braucht. Okay. Roderick, geben Sie es zu. Sie dachten, dass Croissants auf Bäumen wachsen, nicht wahr? Wir können Sie es wagen. Ich wurde an der Königlichen Akademie ausgebildet. Behalten Sie Ihre Witzeleien für sich. Okay. Jetzt muss ich hier aber noch den Imbiss platzieren und das wollte ich hier machen, oder? Ich glaube, das passt schon so, oder? Nee, das geht gar nicht so. Da ist der letzte Schritt ist hier, dann machen wir den mal dahin. Dann kriegen wir auch den Imbiss und das letzte Gebäude wäre dann das Bistro. Bistro fehlt mir was und zwar Holz. Das würde bedeuten, wir reißen mal den Haufen da ab. Gebäude geschlossen. Lebensmittelfabrik, Arbeitszeit 8 bis 18 Uhr. Danke, Herr Bürgermeister, dafür, dass Sie sich des gewöhnlichen Volkes annehmen. Das sieht man nicht so oft in einer Regierung. Und wo sollen die ehrenwürdigen Leute essen? Diese höchst unerfreuliche Situation muss sofort bereinigt werden. Öffentliche Einrichtungen generieren Gold für jeden bediensteten Besucher. Ihr Betrieb kostet ebenfalls Gold. Darüber hinaus werden Lebensmittel und Alkohol benötigt. Öffentliche Einrichtungen sind nur dann profitabel, wenn sie während einer Schicht möglichst viele Besucher bedienen. Okay. Pause abreißen. Nee, Arbeiter sind auch schon drin. Heute ausgegeben. Nix. Produziert auch nichts. Effizienz liegt hier wohl bei 100%. Robustheit auf. Verschleiß ist nicht gerade zu zählen. Arbeiter 10. Verletzungswahrscheinlichkeit 0,015%. Produktion pro Schicht plus 480. Ausgaben pro Schicht minus 480. Und 480 geht da irgendwie auch noch raus. Was ist das? Gesetze? Erweiterte Forderung, Grundverordnung. Ich sehe jetzt nicht hier irgendwie was. Acts. Ja, keine Ahnung, warum das jetzt aufgepoppt ist. Kommt das gleich noch? Ah, hier unten. Obdachlose, Krankheitschance 3%, Adlige 25, Bürger 25, Arbeiter 50. Das bedeutet, wir müssten Häuser haben, ne? Wohngebäude. Ein Holzhaus. Können wir das hier irgendwo hinbauen? Da ist ein Haus. Ich baue es einfach mal dahin und hoffe, dass die das bauen. Ach, das Bistro fehlt uns noch, ne? Die Schickimicki-Leute, was war das denn hier? Das war das Sägewerk. Dann machen wir hier für die Schickimicki-Leute das hin, das Bistro. Gastronomie, Bistro.
So, dann könnt ihr gleich da euer Bistro haben. Gut. Das läuft soweit. Tag ist angebrochen. Neue Einwohner eingetroffen. 15 Adlige, 5 Bürger, 2 Arbeiter, 8. Okay. Dann würde ich sagen, reißen wir hier noch Ressourcen ab. Und da auch noch. Ich habe aber keinen blassen Schimmer, wie das mit der Bahn ist und dem Holz, das die brauchen. Obdachlose 3. Endlich gibt es in dieser Stadt einen Ort für respektable Leute. Mein Dank ist ihnen gewiss. Und das ist, weil wir das Bistro fertig haben, ne? Ja. Jeder Tag besteht aus einer Arbeitsschicht Freizeit und Ruhezeit. Fabriken produzieren während einer Arbeitsschicht Ressourcen. In ihrer Freizeit besuchen die Bewohner öffentliche Einrichtungen. Während der Ruhezeit schlafen sie. Okay. Ehe Jack Dawn hier eintrifft, müssen wir etwas besprechen, Herr Bürgermeister. Da wir nun nicht mehr verhungern werden, könnten wir das überschüssige Getreide zu Alkohol verarbeiten. Das ist wesentlich teurer als Lebensmittelproduktion. Was meinen Sie dazu? Lassen Sie mich überlegen. Schanklizenzen oder staatliches Monopol? Rockwell, wir halten es mit diesem Thema. Die armen Leute sind einfache Menschen. Ihre Interessen gehen nicht über einen Krug Bier und eine Kneipenschlägerei hinaus. Wenn sie das allerdings nicht bekommen, besaufen sie sich mit Schwarzgebrannten und schlägern sich direkt vor unseren Fenstern. Ist es das, was sie wollen? Natürlich nicht. Doch abgesehen vom Pöbel leben in dieser Stadt auch ehrbare Menschen. Auch sie brauchen einen Ort, an dem sie ihre Freizeit verbringen können. Ah, sie hätten auch gleich sagen können, dass sie sich gerne mit jungen Tänzerinnen umgeben. Ganz unten auf dem Bildschirm sehen Sie Symbole der Probleme, unter denen die Stadtbewohner leiden. Wenn diese Probleme nicht rechtzeitig gelöst werden, die Bewohner protestieren. Okay. Obdachlose. Der große Holzraufen ist abge... Alkoholfabrik bauen müssen wir. Aber hier ist... Warum ist das rot? Ich sehe jetzt hier nicht, ein neues Gesetz kann jetzt erlassen werden. Ach so, weil keins erlassen werden konnte. Steuerung, schalte das Gebäude der Steuerbehörde frei. Das haben wir ja schon. Zweite Schicht? Nö. Markthandel? Schalte den Marktplatz frei. Der Marktplatz gewährt am Ende jeder Arbeitszeit jeden Tag verschiedene Ressourcen. Aufzuhebende Verordnung auswählen. Polizei? Sollte das Polizeikommissariat frei? Einwanderung? Gesundheitsfürsorge? Bildung? Schaltet das Krankenhaus frei. Im Krankenhaus werden Krankheiten und Verletzungen von Bewohnern geheilt. Aufzuhebende Verordnung auswählen. Ich glaube, das ist erstmal zu teuer vielleicht. Ich glaube, der Marktplatz ist eine gute Idee, oder? Verabschiedet ist dieser Marktanteil. So, uns fehlt Getreide und Brot. Oder das ist im roten Bereich hier, sagen wir es so. Das heißt, die müssen hier mal was tun, ne? Aber machen sie ja jetzt, glaube ich, oder? Nicht genug Speicherplatz für Getreide. Oh, das ist schlecht. Wo kriege ich denn jetzt hier ein Ding ins Lager her? Steuerbehörde, Produktion. Alkohol, Handel, Marktplatz. Varieté, Schenke, Bistro, Embers, Wohngebäude. Gibt es hier leider noch nicht. Das heißt, Produktion, Alkohol... Fabrik. Ja, die war hier oben dann anzusiedeln, denke ich mal, ne, oder? Drehen wir mal. Passt. Brennen wir daneben den Alkohol, ne? Kann man das anklicken? Ja, kann man. Bahnhof. Arbeitszeit 6 bis 1 treffen. Heute ausgegeben, minus. Okay. 5 Leute arbeiten hier. Und hier. Heute ausgegeben 54, 64. Heute produziert 64 Brot. Okay. Ach, hier kann man vielleicht durch. Ne, da könnte man weitere Lebensmittelfabriken durchklicken, wahrscheinlich. Und hier produzieren wir jetzt Alkohol. Eine Holbrennerei, was zum Teufel. Müssen sich die Reichen etwas betrinken? Der Stadt ist voller Bettler und wir vergeuden jetzt gute Getreide für Gott weiß was. Beruhigen Sie sich da und wir haben die Armen nicht vergessen. Die Fabrik produziert Spiritosen höchster Qualität. Oder wäre es Ihnen lieber, wenn Ihre Leute sich mit selbstgebrannten Schwarz. Gebrannten vergiften. Als ob man ihnen glauben könnte. Seit wann denken die Reichen denn an die gewöhnlichen Leute? Ich würde sie gerne am Ende meiner Schicht ein Gläschen heben, aber sie haben die Fabrik nur aus eigenen Interessen gebaut, nicht wahr? So, das haben wir auch schon gemacht. Das geht ja recht zügig hier voran, ne? Vielleicht sollte man den einen oder anderen Haufen hier mal wegmachen. Holz ist da oben. Ja, das kann man ruhig machen.
Was ist das hier? Kistenstapel. Erhalten mal Getreide, okay. Dann reißen wir das doch mal ab. Ne, das will ich dann nicht machen, wenn das nicht geht. Das geht, dann machen wir das. Was hat er denn hier für ein Problem mit der John Green? Zu Hause nein, Arbeit nein, aktueller Beruf geht, Standort. Aber ich glaube, wir müssen Häuser weitere bauen, das ist entscheidend. Wohngebäude, Holzhaus. Die haben alle so ein, kein Zuhause wahrscheinlich, oder? Ey, wir haben die ganze Zeit keine Pause, eine Pause drin? Nein, ne? Das ist doch jetzt irgendwie aus Versehen gegangen. Erkrankt. Das ist schlecht. Also da sind zwei Personen, die da wohnen können. Und da auch, oder? Ne, da wohnen 10. Okay. Keine Ahnung, warum da eine 2 stand. Was haben wir denn hier? Obdachlose. Krankheit der Chance, 3 Adlige, 27 Bürger. Ach so, die sind alle obdachlos? Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Steuern, Aktienmarkt. Steuern geht nur. Lassen wir erstmal so. Besucher. Warteschlange. Okay. Heute ausgegeben 15 Gold und heute verdient nichts. Okay. Schenke oder Wartebel errichten. Gut. Gastronomie. Erst die Schenke, oder? Die bauen wir hier mit hin. Drehen wir mal. Ah ne, da mache ich eine Kreuzung hin. Machen wir das da hin. Dann kommt die Schenke. Hier ist auch noch nichts. Keine Besucher und keine Warteschlange. Das ist schlecht. Jetzt kommt der nächste Zug mit Getreide, was wir wahrscheinlich nicht aufnehmen können, oder doch? Ich weiß nicht, wie viel es gibt. 560. Nun, jetzt haben wir einen Ort, an dem wir uns nach der Schicht entspannen können. Dank Ihnen, Herr Bürgermeister. Die Armen sind keine Maschinen. Aber wir brauchen Freizeit und einen Ort, an dem wir uns entspannen können. Ja, und einen solchen Ort sollten ehrwürdige Personen tunlichst meiden. Das Varieté kann noch warten, denke ich mal dann, ne? Ja, es ist... Herr Bürgermeister, eine hübsche Dame wartet am Empfang und möchte Sie unbedingt sprechen. Möchten Sie sich mit ihren unter 4 Augen unterhalten? Ja, klar, immer. Tut mir leid, Herr Bürgermeister, mein Anliegen kann nicht länger warten. Es ist dringend. Es wurde bereits so viele Gebäude in der Stadt errichtet und die Leute schlafen immer noch vagabund und ihr Lagerfeuer. Ja, weiß ich. Ich bin doch schon am Häuser bauen. Wirklich, Schwester, die für ihre selbstlose Arbeit in Armeehitlerzeit bekannt ist. Ich hätte nicht erwartet, sie hier zu treffen. Herr Bürgermeister, die Leute leben ohne ein Dach über den Kopf in unhygienischen Zuständen. Schon der geringste Temperatursturz würde zu einem Ausbruch von Krankheit führen. Es wäre eine Epidemie zu befürchten. Was schlagen Sie vor? Wir müssen die Leute mit Medizin versorgen. Viele Scharlatane profitieren davon, nutzlose Pulver und Tränke zu verkaufen. Doch die Leute haben sonst niemanden, an der sie sich wenden können. Und sie sollten ihnen unbedingt Häuser bauen. Dazu müssen sie ein Gesundheitsfürsorgegesetz erlassen und eine Apotheke errichten. Der Bau wird einige Zeit dauern, aber wir können die Leute nicht draußen auf der Straße ihren Schicksal überlassen. Dann habe ich eine wichtige Frage. Wird für dieses große Projekt bezahlen? Der Profit der Apotheke ist minimal und es steht nicht zur bedarfte Wohnungen zu verkaufen. Wir würden keine Käufer finden. Die Leute brauchen einen Platz zum Leben. Wir können sie jetzt nur an Profit denken. Meine liebe Abigail, Sie können sich gerne Ihr letztes Hemd von dem Körper reißen und es mit anderen teilen, aber am Ende werden Sie beide halbnackt sein. Um diese Zeit der Not durchstehen zu können, müssen wir die Wirtschaft aufbauen und uns nicht auf Wohlstätigkeit konzentrieren. Während Sie neue Fabriken bauen, sterben die Leute an Unterkühlung und Krankheit. Wer soll dann noch die Werkbänke bedienen? Sie? Ich muss Ihnen beipflichten, wenn dieses Problem nicht jetzt gelöst wird, können die Konsequenzen desaströs sein. Ja. Verdammt, das Dach ist undicht, aber jeder Schaden auch irgendwo einen Nutzen, so sagt man doch. Fürs Erste wird es schon gehen, dann werden wir das Dach selbst reparieren. Danke, Herr Bürgermeister, dass Sie den Arbeitern und Wohnungen beschafft haben. Wir werden das nicht vergessen. Ja, wir haben jetzt ein paar Wohnungen, das stimmt. Obdachlose sind auch noch da. Ja, da geht jetzt auch tatsächlich eine Warteschlange los. 2 von 3 Besuchern sind da, sagen wir keine Warteschlange, aber da auch. Ach so, die zweite Schicht hat angefangen, ne? Ja, dann würde ich sagen, reißen wir das mal ab. Und
machen hier noch auch noch was weg. Können wir auch noch abreißen. Ah, Lager ist voll, super, dann geht das nicht. Dann kümmern wir uns um die Straßen mal. Machen wir mal so und so. Dann ist da schon mal was. Ah, die Pause ist wieder dran. Die müssen wir dann rausmachen, damit es weiterläuft. Erstmal sieht es gut aus, oder? Dann würde ich jetzt noch gucken, dass wir noch ein Wohngebäude haben, ein Holzhaus. Und das vielleicht hier hinstellen, oder? Oder da? Ah, da geht auch. Dann machen wir das erstmal. Gut, da sind Besucher. Da sind Besucher und da ist sogar eine Warteschlange. Der Imbiss könnte also noch ausgebaut werden. Dann würde ich noch einen zweiten Imbiss bauen und zwar, wenn ich den drehen, geht der hier? Ne, leider nicht. Machen wir da noch einen hin. Haben wir das erst. Was mit ihm hier? Zuhause, er hat auch noch kein Zuhause, okay. Das bedeutet, wir müssen noch Wohnraum schaffen. Ein Landhaus gibt es hier. Dann würde ich das Landhaus mal hier so hinsetzen wollen. Schauen wir mal, dass wir das hinkriegen, ne? Oder? Gut, aber ich würde sagen, für die Vorschau soll es erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.